Diese Geschichte spielte sich in einer kleinen, unbedeutenden Stadt ab und begann dort mit zwei Freundinnen, die sich im Vorhof ihres Hauses trafen, ohne zu ahnen, was sie dort erwartet. Wer ist das? Wie? Du kennst ihn nicht? Das ist doch unser Nachbar. Er wohnt schon seit langem in unserem Haus. Und warum habe ich ihn vorher noch nie gesehen? Meine Mama hat gesagt, dass das irgend so ein Professor ist und dass er zu Hause ein riesiges Labor hat, in dem er die meiste Zeit arbeitet und deswegen selten nach draußen kommt. Ich hab's geschafft! Ich hab's wirklich geschafft! Ich hab's geschafft! Juhu! Geschafft! Irgendwie ist das seltsam. Und wieso freut er sich eigentlich so? Komm, fragen wir mal, was passiert ist. Johoho! Kinder, wer hat's geschafft? Ich hab's geschafft! Ja! Ich hab's geschafft, eine Zeitmaschine zu bauen. Hä? Ja! Wie bitte? Das kann doch nicht wahr sein. Komm, ich zeige es euch. Wohin würdet ihr am liebsten hinreisen? Ich weiß es nicht. Oh, ich habe eine Idee. Heute feiert doch die ganze Welt Ostern. Ich würde gerne wissen, woher dieses Fest kommt und warum so viele Menschen es feiern. Ja, ich will es auch wissen. Na gut. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam shehecheyanu vekimanu vehegianu lazman chaze. Amen. Heute ist ein besonderer Tag für das israelische Volk, denn heute ist Ostern. Ostern? Was ist Ostern? Das Wort Ostern bedeutet vorbeigehen. Der Todesengel wird heute an unserem Haus vorbeigehen. Todesengel? Jesus soll da kommen? Papa, ich hab Angst. Hab keine Angst, mein Liebes. Unser Haus ist mit dem Blut des Lammes markiert und der Tod wird an unserem Hause vorbeigehen. Papa, erzähl uns, warum der Todesengel umhergeht. Gott hatte dem Pharao befohlen, uns ziehen zu lassen und hatte deshalb 9 Plagen über Ägypten kommen lassen. Ja, ich habe davon gehört, dass das Wasser irgendwie zu Blut geworden ist und dass es jede Menge Kröten gab. Und
Ich habe von einem üblen Hagelniederschlag gehört. Und dass ein riesiger Schwarm Heuschrecken die gesamte Ernte vernichtet hat. Ja, Kinder, doch außer dieser Strafen gab es noch einige andere. Doch der Pharao gibt nicht nach und will uns nicht ziehen lassen. Deshalb wird die 10. Plage jeden Erstgeborenen treffen. Aber Papa, das bin doch ich, der Erstgeborene unserer Familie. Doch hab keine Angst. Der Herr hat uns gesagt, was wir tun sollen, um dich zu retten. Heute haben wir eins unserer Lämmer geschlachtet und mit seinem Blut die Türpfosten unseres Hauses markiert. Gut, aber wieso sollten wir das Lamm schlachten? Dieses Gebot gab uns der Herr. Wir werden dieses Fest jedes Jahr feiern und für unsere Sünden ein Lamm opfern, bis der Tag kommt, an dem der Messias erscheint und für unsere Schuld sterben wird. Für alle Menschen, und danach wird nie wieder ein weiteres Opfer dargebracht werden müssen. Vergib mir, armen Sünder und Gottlosen, dafür, dass ich nur an die Wissenschaft geglaubt habe und nicht an dich. Vergib mir, ich wusste doch gar nicht, dass du für mich persönlich gestorben bist. Wow, das nenne ich ein Abenteuer. Ja. Oh, das tut mir leid. Oh, nein! Meine Maschine! Nein! Nein, nein! Oh, nicht meine Maschine! Oh. Ich habe mein ganzes Leben an der Erfindung dieser Maschine gearbeitet. Und genau jetzt, wo ich sie am nötigsten brauche, geht sie kaputt. Was soll ich jetzt nun tun? Jetzt, wo ich von Jesus erfahren habe, wollte ich noch viel mehr von ihm wissen. Doch nun ist die Maschine kaputt. Ich weiß, was wir tun können. Warten Sie kurz. Das ist eine Bibel. Lese sie und du wirst alles über Gott und Jesus erfahren können. Dankeschön. Eine klasse Idee. Das werde ich unbedingt machen. Und seid ihr auch dabei? Und ihr, seid ihr auch dabei?